willkommen und hallo bei Vier Reifen, ein Klo. Heute kochen wir mal im Wohnmobil und zwar machen wir heute die Hackpfanne mit Pfeffer-Frischkäsesoße. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch einmal meinen kleinen Schmortopf, meine Pfanne vorstellen. Ich werde hier immer wieder gefragt, was denn das für ein Teil ist. Und deswegen mal kurz, also, das ist, ja, ich nutze es eigentlich sehr gerne als Pfanne. Eigentlich ist es ein Schmortopf. Und zwar ist das von der Firma Stoneline. Die haben eine Steinbeschichtung innen drin. Und ich muss echt sagen, die ist mega. Die ist viel besser als Teflon. Da haftet nichts an. Ich habe die sowohl hier im Wohnmobil, ich habe auch eine zu Hause. Die benutzt unsere Josie jetzt. Und ich finde die genial. Auch unten, es wird nicht schwarz. Es hat eine tolle Hitzeentwicklung. Sowohl auf Gas als auch auf Ceran. Und das ist mega klasse. Der Deckel, der hat solchen Löffel drin. Und dadurch kommt der Effekt, dass wenn die Flüssigkeit sich sammelt, die sammelt sich immer an diesen Tröpfchen und das kann wirklich alles direkt dann in die Schmorpfanne laufen, wenn er den abhebt. Ich habe nicht immer dann diese ganzen Tropfen am Topfdeckel hängen und ja, die fallen dann irgendwo dann ab, wenn er den Topfdeckel irgendwo hinlegt. Das ist ziemlich blöd. Ich habe den auch deswegen hier im Fahrzeug, weil der ist gar nicht schwer. Also ihr kennt mit Sicherheit so Gusspfannen, die sind ja unheimlich schwer. Aber diese Schmorpfanne hier von Stoneline, die ist eigentlich relativ leicht. Also die wiegt, ich glaube, gerade 1,2 oder 1,4 Kilogramm mit Deckel. Da dieses ganze Teil auch noch aus, ich glaube, der ist aus Guss, ich weiß es gar nicht genau. Aber die Griffe werden heiß. Und deswegen liefert Stoneline auch gleich solche Gummigriffe dabei, die ihr einfach dran klemmen könnt. Und die empfehle ich euch auch, unbedingt da dran zu klemmen. Ich habe den Topf ja sehr häufig in meiner Studioküche benutzt, da dann auch auf Gas und habe den auch in den Backofen gestellt. Allerdings solltet ihr dann diese Dinger auf jeden Fall abnehmen, weil die sind nicht so hitzebeständig, dass die eine Runde Backofen durchhalten. Aber nichtsdestotrotz, hier könnt ihr dann anbraten, hier könnt ihr alles Mögliche machen und dann, so wie er ist, in den Backofen stellen zu überbacken. Das habe ich zum Beispiel bei den Mac and Cheese gemacht. Bei dem Video habe ich die Pfanne benutzt. Ich habe da drin erst die Käsesoße gemacht, anschließend die Nudeln dazu gegeben und das Ganze dann, so wie es ist, in den Backofen gestellt. Und das hat natürlich den Effekt, ihr braucht nur eine Pfanne oder einen Topf und könnt das dann direkt weiterverwenden. Ja, die benutze ich auch immer hier. Und die lässt sich auch super toll reinigen. Ihr braucht dafür gar nicht viel Wasser, sondern ihr könnt die wirklich ganz leicht einfach mit ein bisschen Spülmittel und ein bisschen Wasser auswaschen. Und das ist natürlich, gerade wenn man so ein Fahrzeug ist, richtig angenehm, weil Wasserreserven, kennen wir selber, die sind nicht gerade groß. Ja, aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Rezept. Und jetzt fangen wir an, die Hackpfanne mit dem Pfeffer-Frischkäse zu machen. Für so Pfannengerichte benutze ich total gerne so kleine Kitaraki-Nudeln. Die habe ich ja schon in vielen, vielen anderen Videos benutzt. Die bekommt ihr halt im Supermarkt, da wo teilweise auch asiatische Sachen sind. Sogar in den Niederlanden und in Frankreich haben wir die gefunden. Also da gibt es die auch. Denn die haben eine ganz kleine Garzeit, die brauchen auch nicht so viel Flüssigkeit und die sind ruckzuck fertig. Im Übrigen kannst du dieses Rezept auch ganz einfach abwandeln, indem du einfach die Frischkäsesorte austauschst. Statt Pfeffer kannst du auch was mit Paprika nehmen, mit Kräutern nehmen, wie es dir beliebt. Und von daher hast du dann immer ein anderes Gericht.